mich nochmal, oder ich möchte gerne nochmal einen Gast begrüßen, extra aus der Hauptstadt hier heute auch, U21-Fahrer im Speedway, Erik Rudel. Vielleicht kommst du auch einmal nochmal zu uns und ja, er saß die ganze Zeit schon dabei. Okay, Entschuldigung, dass ich dir das vorweggenommen habe. Moin Moin. Ja, du bist extra aus Berlin hierher gekommen für den heutigen Tag. Ja, ich war noch zu Besuch hier. Und deswegen habe ich mal noch vorbeigeschaut. Ja, und was sagst du so, die Norddeutschen, das sind schon ganz coole Leute, ne? Ja, ich habe bis jetzt auch nur bis jetzt gute Erfahrungen gemacht hier im Norden. Bruchstädter Bahn ist auch eine super Bahn, mit der ich gut zurechtkomme. Und ja, ich freue mich auch schon, am ersten Mal hier zu fahren und mal gucken, wie es dann ausgeht. Ja, super. Wie sieht's aus im U21-Geschäft? Da trennt sich ja so ein bisschen die Spreu vom Weizen, ne? Wenn man mal so schaut. Da ist doch ein relativ großes Gefälle da drin. Ja, ich bin jetzt raus von der U21 und damals war schon der Abstand zwischen den einzelnen Fahrern ziemlich groß. Man hat in der deutschen Meisterschaft gesehen, dass einfach die Leistungsunterschiede von Platz 1 bis 3 ziemlich gleich sind und alles, was dann drunter kam, war schon einen gewissen Abstand. Aber das ist halt, die Oberen haben halt viel gefahren und die Unteren, die kommen halt leider nicht so viel zu fahren, weil es in Deutschland einfach nicht die Möglichkeiten gibt für die Junioren, so viel Rennen zu fahren, und da fehlt dann halt die Routine und die Erfahrung. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Wie sind die nächsten Ziele, deine sportlichen Ziele, die du dir gesteckt hast? Wie sieht es aus? Was hast du in diesem Jahr geplant? Ja, ich habe jetzt erstmal 2 Jahre Pause erstmal gemacht, weil ich auch mit der Ausbildung und Schule noch ein bisschen zu tun hatte. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, wieder anzufangen. Ja, ich habe jetzt bei Roslagen einen Bundesliga-Vertrag unterschrieben, wo wir am 1. Mai nach Bruchstädt kommen. Zweite Liga Olching, wo ich versuche, mit den Olchingern auch gut abzuschneiden und dann so viele offene Rennen wie möglich zu fahren und dann einfach gucken, was die Zukunft bringt. Wenn es noch weiter nach oben geht, würde ich mich freuen. Wenn nicht, kann man es nicht ändern. Ich setze mich da halt ziemlich groß unter Druck. Und das alles auf der Zukunft. Ja, also ebenfalls eine gesunde Einstellung, genauso wie Stefan Katt. Kein Druck und dann kommt die Leistung von ganz allein. Super, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist und ja, hoffentlich kommst du bald wieder und ich freue mich natürlich auf ein Wiedersehen am 1. Mai und dann wollen wir mal schauen. Bist nicht böse, wenn du am Ende als Zweitplatzierter nach Hause fährst, oder? Das werden wir erstmal sagen. Ja, ich darf das sagen. Nein.